So, Hallöchen. Was das hier und das hier zu tun haben, das werde ich euch nachher zeigen. Das ist ein Arbeitsgerät. Das ist mein PC-Netzteil und zwar mein altes PC-Netzteil, was bei mir kaputt gegangen ist, als ich den Prozessor und den Speicher getauscht habe. Dann wollte das nämlich gar nicht mehr. Das hatte vorher schon irgendwie ein paar Probleme gehabt. Wenn ich bei mir den Strom ausgemacht habe, ja, durch den Wohnungsbrand, mache ich das so, wenn ich das Haus verlasse für länger, mache ich die Sicherung raus und dann ist auch der PC stromlos. Und wenn ich dann wieder eingeschalten habe, musste ich bald eine halbe, dreiviertel Stunde warten, bis der PC sich wieder einschalten ließ. Ich habe erst gedacht, das liegt am Mainboard. Es war aber das Netzteil und zum Schluss ging dann gar nichts mehr. Dann ließ ich das nur noch überreden mit hier hinten am Stecker den Power On und Masse zu brücken und dann ist es angegangen. Das ist sehr verstaubt innen drinne. Das sieht man schon, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt ein neues Netzteil drin. Das ist jetzt ein 500 Watt Netzteil, was ich drin habe. Und das ist hier, ich glaube, ein 550. Ich weiß nicht, ob das jetzt 655 heißen soll oder 550 oder 650 oder was. Ich schätze mal 550 Watt. Er sagt hier 3,3 Volt, 35 Ampere, 5 Volt, 40 Ampere, 12 Volt, 16 und 12 Volt, 18 Ampere und ein bisschen da noch. Das sind dann 240, 400, ja, es könnten 500, 550 Watt sein, so grob überschlagen. Ach nee, den muss ich ja sowieso runter. Und das Ganze aufschrauben. Also haben wir auch Mini-Schräubchen, naja gut. Das ist aber auch kein China-Produkt, so wie es aussieht. Also das CE-Zeichen sieht echt aus. Silent Power, we do the best. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie, keine Ahnung. Es hat bei mir aber hier wirklich schon, bei mir 5 Jahre durchgehalten. Und das habe ich mal mit einem PC zusammen bekommen. Ich weiß nicht, wie alt das Netzteil wirklich ist, aber ich schätze mal 10, 15 Jahre wird das bestimmt schon haben. So, beim Aufschrauben hier. Ich will mal reingucken, ob ich das noch repariert bekomme oder ob ich das für Ersatzteile für irgendwas nehmen. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, Garantiesiegel war noch zusammen. Noch irgendwas? So. Und da kommt das Staubmonster. Der gesteckt, nein, der ist gelötet. Boah, ist das Ding bah, widerlich. Und ja, Elkos sind ein bisschen gebläht, wie ich das sehen kann. Zumindest 2 Stück, 3 Stück. Noch nicht geplatzt, aber leicht gebläht. Gut, ich mach mal ein bisschen sauber und das hier mit dem Lüfter muss ich mal gucken, ob ich das. Das schneide ich einfach durch, ist egal. Das kann ich ja wieder zusammen löten. Naja gut, ich mache das erstmal sauber, dann sehen wir uns wieder. So, das ist die Ausbeute nur aus dem hier. Aber auch nur grob. Ja, widerlich. Ja, aber das passiert halt, wenn das über Jahre nicht gereinigt wird. Den PC mache ich eigentlich regelmäßig sauber, nur das Netzteil nie. Schande über mein Haupt. Muss ich auch mal öfters machen. Gut,
Ich baue das da mal raus, dann kann man das besser zeigen. Bis gleich. Ja, das ist jetzt von unten, wie das da noch reingekommen ist. Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber das muss ja angezogen sein. Das ist nämlich die 230 Volt Seite hier. Die Hochspannungsseite. Oder die 338 Volt Seite circa. Nachher im Endeffekt. Also 400 Volt. Gut, das auch nochmal reinigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich das soweit sauber. Da und da. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was macht dieser Trafo da drinne? Und dieser Trafo hat auch nur zwei Anschlüsse. Das ist kein Trafo, das ist eine Spule. Und diese Spule ist die PFC, nennt sich das abgekürzt, Power Factor Korrektur. Also Power Factor, also Leistungsfaktor Korrektur. Und zwar ist das jetzt hier eine passive. Es gibt auch aktiv. Dann wird das aktiv geregelt. Das ist eine passive. Viel mehr kann ich euch da jetzt auch nicht zu sagen. Ich möchte das auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. So, noch habe ich ja schon gesehen, Elkos, ja, die sind doch ein bisschen geplatzt. Die sind doch ein bisschen ausgelaufen. So, das Netzteil selber hat noch nicht geknallt und nichts. Das wird auch funktionieren. Das war auch jetzt über Wochen nicht mehr eingesteckt. Also sollten die Elkos entladen sein. Wo habe ich jetzt meinen Pinsel hingeräumt? Ich habe den noch gerade in der Hand gehabt. Es ist ja immer sehr interessant. Ich packe das kurz aus der Hand und dann ist es weg. Okay. Ich wollte nämlich noch mal einmal da noch mal zwischen gehen. Also er hatte immer 12 Volt, aber und 5 Volt und die ganzen Spannungen waren eigentlich immer da. Er hat auch nie gemeckert. Das Board überwacht das. Gut, aber wenn die Elkos natürlich schon so aussehen, dass da schon oben drauf das bräunlich verfärbt ist, dann sind sie wahrscheinlich, entweder sind sie geplatzt. Sie müssen ja geplatzt sein. Aber noch halbwegs funktionierend. So, naja, halbwegs. Weniger als halbwegs. Gut, jetzt gucke ich mir gleich mal an, ob ich da irgendwie rausfinde, was sind denn das hier für welche. Weil das möchte ich doch ganz gerne wieder fertig machen, wenn das noch funktioniert. Wenn das jetzt nur an den Elkos liegt, an den Spannungen, dann habe ich wenigstens noch mal einen Ersatz liegen. Weil ich hatte zu der Zeit keinen Ersatz. Ich musste extra loslaufen. In Corona-Zeiten gerade noch Glück gehabt, dass da die Läden aufhaben durften, wie der. Und ich mir eins kaufen konnte. Sehe ich aber nicht, was das hier welche sind. 10 Volt, 3300 Mikrofarad. Das werden wohl 1, 2, 3, 4 gleiche sein. Die sind wahrscheinlich auch sehr warm geworden. Der eine hier ist auch ziemlich lose. Jetzt müsste ich gucken, wo sind sie gelötet? Kriege ich sie so raus? Die Spule hier. Da ist noch eine Spule. Die war mal geklebt. Das ist ja auch nicht mehr. Naja, gut. Aber sonst. Hier ist noch ein Elko. Der sieht auch nicht mehr so toll aus. Da, der sieht auch nicht mehr. Der sieht auch schon obendrauf aufgebläht aus. 1000 μ, 16 Volt. Jetzt muss ich mal was gucken. Ich habe nämlich gerade Elkos gekauft. Ja, das ist keine Elko-Kiste. Die habe ich jetzt nur zweckentfremdet. 1000 μ 25 Volt. Also da hätte ich noch einen Ersatz. Die sind nämlich gerade neu. Die habe ich noch zu Weihnachten am 24. geschickt bekommen. Wo habe ich das Ding denn? Da. Ich bin ja mal gespannt, ob die jetzt so wirklich
die jetzt wirklich. Ach so, kann er nicht finden, weil. Kurzschluss mag er nicht. Oh, hä? Wie jetzt? Willst du jetzt mir sagen, dass du gar nicht erst funktionierst? Wo ist mein. Mach mal das Beinchen kürzer, ist egal. Ich weiß ja, wo Plus und Minus ist. Ja, es dauert schon länger. Jetzt hat er ihn gefunden. 1039 Mikrofarad, V-Loss 0,9%, ESR 0,06 Ohm. Das ist doch. Das sind noch zumindest keine Asbach-uralten Elgos. Gut. Mich würde jetzt aber mal interessieren, was die Werte von diesen Elkos sagen, die hier geplatzt sind. Ich werde wahrscheinlich auch noch das ist 3,3 Volt. Der sitzt da. Wie sitzt denn du da drauf? Da, ja, das ist der ist für 3,3 Volt. Die rot ist 5 Volt. Ja, rot ist 5 Volt. Der ist da. Ja, die geplatzt sind für die 5 Volt. Und für die 12 Volt. Das ist der. Wie sitzt du da dran? Ne? Nee. Wie jetzt? Ach so, da sind Dings drüber, ja. Der hier, der eine einzelne ist für die 12 Volt. Und das ist ein, was ist das? Nichicon 3300 μF. Naja, mehr haben als 10 Volt, ne? 16 Volt. Ich versuche die gleich mal hier auszulöten und dann werde ich mal gucken, was die an Werte haben. Das interessiert mich. Weil also zum Schluss wollt das dann nicht mehr. Löte ich die Kabel mit ab? Eher nicht. Den lasse ich so, wie sie sind, aber ich hoffe, ich kriege die Elkos da so raus. Ich glaube, den 3,3 Volt sollte ich auch mal rausnehmen. Der sieht auch schon unten drunter nicht mehr so schön aus. Gut, werde ich mal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich die Dinger da ausgelötet. Da kann ich es noch mal genauer zeigen, hoffe ich doch, dass das was wird. 3300 μ, 10 Volt. Das ist noch einer von denen, die ja nicht so viel Zeugs oben drauf haben. Und von unten sieht da aber auch nicht mehr so prickelnd aus. Ist aber, glaube ich, schon ein bisschen rausgedrückt, glaube ich, sieht man schon. Der nächste, der hat schon ein bisschen mehr oben drauf. Unten drunter, ja, hat er sich wohl auch schon rausgedrückt. Ist auch 3310 Volt. Dann habe ich hier einen, der hat auch. Von unten sieht er auch nicht gerade prickelnd aus. Sieht auch schon irgendwie so rostig aus, als wenn, ich weiß nicht. Dann habe ich hier, achso, bei dem einen hier, das sieht aus, als wenn er gebraten wurde. Da muss ich nochmal gucken, da war, glaube ich, ein Widerstand irgendwo, aber ich glaube, das ist normal, wenn die Spannung nachher nicht mehr stimmt. Der hier, der hat auch irgendwie so, ja, Brandflecke, oder ist das dieses komische Klebezeug? Der sieht von unten auch nicht mehr so schön aus, das kann jetzt natürlich Dreck sein oder was. So, der kleine,
der von oben eigentlich auch noch recht gut aussah. Naja, recht gut, sag ich mal, auch schon leicht gewölbt. Sieht aber unten vom Gummi her aus, als wenn er sich rausgedrückt hätte. Ist auch irgendwie so ein Klebezeugs drum. Und der bei 12 Volt, den habe ich auch mal rausgenommen, den 16 Volt 3300, der ist ja noch flach. Da ist nichts gebeult, das Gummi, das sieht auch flach aus, wenn das dieselben sind. Das ist ein, was ist das hier? Teapo, aha, und das ist Nichicon. So ein bisschen andere Gummis. Die werde ich jetzt testen, aber die an Wert noch haben. Schauen wir mal. Den für 12 Volt. Ich hoffe, das klappt so. Dann sagt er ja nur 111. Ich meine, das war hier aber irgendwie 1, 2, 3. Auch nicht. So rum. Ja. Auch nicht. Dann doch so rum. Dann doch so rum. 3169 μF. ESR 0,2 Ohm. VLoss 3,3. Der wäre eigentlich noch okay. Der ist ein bisschen unter dem Wert. Das ist aber noch okay. 3300 zu 3169. So, einer von diesen 5 Volt Dingern. Pico-Fahrrad. Ich drücke ihn mal richtig rein, ich mach's nochmal. Braucht schon ziemlich lange. 34 Pico-Fahrrad, also von 3300 Mikro-Fahrrad. Auf 34 Pico Fahrrad, das ist um 100.000-fach kleiner. Ich meine, das sind 100.000-fach geringer Wert. Der nächste 5 Volt, der aufgeblähte. Mikrofarad, ESR 0,15 Kiloohm, 150 Ohm. Dass das Netzteil überhaupt so lange funktioniert hat, das wundert mich, und der PC vor allen Dingen. Bei den Werten? Der eine hat Pico-Fahrrad, der andere hat nur noch ein Zehntel? Auch Pico-Fahrrad. Der ist auch total hinüber. Und noch eine. Komm, was sagst du? Auch nur noch Pico-Fahrrad. Also, das wundert mich, dass das Netzteil überhaupt noch hingehauen hat und der PC überhaupt noch hingehauen hat, dass der überhaupt startete, nachdem ich den mit den manuellen das Netzteil angeschalten habe. Das ist mir echt ein Rätsel. Achso, den hatte ich ja schon. Das war der. War der für 12 Volt, ne? Was hatte ich da gesagt? Der hatte 3100 und ein bisschen, ne? Machen wir noch mal. Ja, 3100 und ein bisschen. Der für 12 Volt wäre noch gut. Und der andere hier für, was hat der? 1000 μ 16 Volt. Ich schätze mal, das sind die 5 Volt.
Standby oder was? Oh, schon lange für. Nicht gefunden. Machen wir es nochmal. Oh Gott, nicht gefunden. Gut, das ist der Tester. Ich habe ja noch einen. Nehme ich nochmal den anderen Tester. Der hat ja Klemmen. Kann ich ja mit Klemmen machen. Wo ich den ich ja mal repariert habe. Batterie, ja, bla bla, Testing. Mikrofarad ESR 4,4 Ohm. Ich glaube, der kann sogar live messen, ja. Mikrofarad ESR 1,8 Ohm. V-Loss 38%. Mikrofarad, 2,2 Ohm ESR, 36% Loss. Okay, also wenn er doch noch ein bisschen Mikrofarad hat, vielleicht kann der andere Tester damit nicht mehr umgehen. 220 Mikrofarad, 2 Ohm, 38% Verlust. Und den nächsten. 158, 2,1 Ohm, 34%. So, und den für 12 Volt. 3051, 0,04 Ohm. V-Loss 2,5%. Ja. Also der wäre jetzt eigentlich noch okay für 12 Volt, aber die 5 Volt Seite, die ist völlig hinüber. Der hatte, wie viel hatte der? Der kleine hier, habe ich jetzt ganz vergessen. Von 1000 μ nur noch knapp 70. Ja, ich schätze mal, das ist der Fehler, dass das Netzteil nicht will. Und dass das so lange funktioniert hat, das wundert mich ehrlich gesagt wirklich. Und dass der PC damit funktioniert hat, das wundert mich auch. Ich hatte keine Abstürze, nichts. Klar, prozessormäßig war da die Zeit, wo ich den Vierkerner hatte, das war nicht besonders. Jetzt habe ich einen Sechskernprozessor und ein neues Netzteil dazu. Das läuft ja auch. Aber die werde ich mal neu kaufen. Auf alle Fälle. Was sollte ich noch gucken? Ich soll mal die 3 Volt hier auch machen. Mü, 50 Volt. Ja, die habe ich auch in der Kiste. Was ist das hier für eine? 1 μ 50 Volt, den habe ich auch noch über. Auch Nichicon hier, was ist das? 22 μ 50 Volt, den habe ich auch. Was haben wir hier? 4,7 μ 50 Volt, den habe ich glaube ich auch. 1 μ, 2,2 μ noch und 2,2 und 1 μ. Ja. Denn es versteckt sich hier auch noch ein bisschen was Kleineres. Minus 12 Volt. Da werde ich dann mal
Also ich werde die Kondensatoren hier drin mal tauschen, im Großen und Ganzen, die ich finde. Und hier sind Widerstände, die sind aber nicht braun. Nee, das ist dieses komische Klebezeug gewesen, was da braun. Ja gut, die Widerstände haben vielleicht doch ein bisschen geheizt. Naja gut. Aber das ist nur die, ich glaube die, wenn ich jetzt mal so gucke, ja die Widerstände sind für den, wie nennt sich das, nicht Potentialausgleich, oder doch, ja, die sitzen glaube ich parallel oder in Reihe oder wie auch immer, weiß ich jetzt nicht. Und da ist der Widerstand mit zwischen Ausgleich, als Ausgleichsspannungsdings sitzen die Widerstände da drin. So. Ich denke mal, die sind nachher so heiß geworden, weil die natürlich ihren Wert verloren haben. Eine Sache kann ich ja noch machen. Das hier sind 200 Volt, 820 Mikro. Die ist ja für die Gleichrichtung nachher, für die 230 Volt. Die fühlen sich nicht dick an. Kann ich die so in der Schaltung messen? Ich kann es mal probieren. Die sind in Reihe geschalten. Ich kann es mal probieren, sie in Circuit zu messen. µ, das könnte hinkommen. Und hier ist noch eine. 700 und ein bisschen, 0,19, 1, das ist okay. Die brauche ich nicht tauschen. Also wenn es das so in Schaltung messen, ist natürlich klar, aber 700 und ein bisschen, das passt, das ist ausreichend. Ja. Gut, das war nämlich mal interessant zu sehen, warum das nicht mehr wollte. Ich habe das schon vermutet, aber dass das so heftig ist, das hätte ich nicht gedacht. Dass die so lange gehalten haben, dass das so lange funktioniert hat vor allen Dingen. Das ist Wahnsinn. Ich muss jetzt gerade mal die Verabschiedung unterbrechen, die folgt gleich. Ein kleiner Zwischenbericht hier noch mit dem Lüfter. Der will auch nicht mehr. Also ich guck mal gleich, ob ich den von hier hinten aufkriege und vielleicht noch mal neu schmieren kann. Weil ich habe jetzt keinen Lüfter in der Größe vorrätig. Gut, dann kommt jetzt die Verabschiedung. Gut, dann danke fürs Zugucken. Schönen Gruß in die Welt und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.